Hast du gestern mitbekommen, dass das mit den Flugzeugen mitbekommen? Waren übelst aufgeregt. Ich dachte halt, irgendwelche Kunstflieger oder so sind über Weimar geflogen. Und ich wollte halt cool sein. Ja, auf jeden Fall cool so. Ehemaligen Nazi in meiner Freundesliste. Ich bin mal geerdet. Aha. War ich das spannend, was er so erzählt hat. Ja, Timo. Ich habe nämlich das jetzt, während ich hier die letzten 20 Minuten unten vor der Scheiße saß, hier vor dem Laden, habe ich mir das angeguckt. Hast du so lange davor gestanden? Ja, ich war früher, ich habe meinen Ausweis abgeholt, aber erstmal hallo Leute, ja, Begrüßung, bla, leck mich am Arsch. Halt, Timo. Ihr wisst, wer wir sind. Gib's doch zu. Wir sind Brennpunkt Internet, das wissen alle. Wir berichten über die Geschehnisse der letzten Woche, aber jetzt lasst mich doch mal kurz in Ruhe und Tina erklären, was ich dazu sagen habe. Ich habe nämlich gerade über die wundervolle Videoplattform Facebook, ich kotze, ein Video gesehen. Hat mich gewundert. Also der Schnitt von dem Video hat mich auch ein bisschen angeekelt, aber sonst fand ich das sehr, sehr gut. Die Worte, die da gefallen sind, haben mir sehr viel gegeben, beziehungsweise haben sie mich sehr bestätigt in den Sachen, die ich dir so oft schon gesagt habe, Tino. Da ging es nämlich um einen ehemaligen Nazi, einen Aussteiger, und er hat mindestens drei Sachen gesagt, die ich hier im Podcast auch schon so erwähnt habe. Ja. Dass man zum Beispiel, wenn man in die Rolle gedrängt wird, ey, ihr Pegida-Aufmärscher, ihr seid alles Nazis, dass man sich einfach nach und nach in diese Rolle reinbegibt. Wenn alle sagen, ich bin das, dann muss ich das ja wohl auch sein. Das ist einfache Psychologie. Ja, schön. Ja. Also könnten wir jetzt vielleicht aufhören, das so einfach uns zu machen, zu sagen, dass in Sachsen nur asoziale Nazis wohnen? Wer sagt das denn? Also ich sag das nicht. Naja, das sagen viele. Ja. Aber erstmal ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Liebe Zuhörer, am iPod, Radio, Empfangsgerät, YouTube, was auch immer. Soundcloud, Spotify, alles wird bedient. Wundervoll, wundervoll. Ich habe es ja noch nicht gesehen, das Video, aber es ist ja richtig. Es ist auch wichtig, von ihm zu lernen, weil er ja auch tatsächlich ein ehemaliger Neonazi ist. Er war auch sehr aktiv darin und... Ich weiß jetzt leider gar nicht, wie der heißt oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich auf dieses Video gekommen bin, wie ich überhaupt auf Facebook gekommen bin, weil ja. Ich bin nie auf Drecks Facebook. Manchmal likest du schon meine Beiträge auf Facebook. Ja, also einmal am Tag guckt man vielleicht rein oder so, weil man hat ja auch Benachrichtigungen, aber also ich habe jetzt nie den Impuls, oh, jetzt mal durch Facebook die Timeline ein bisschen durchscrollen, oh, das wäre jetzt geil. Das habe ich leider nicht. Das mache ich bei Twitter manchmal, das mache ich bei Instagram manchmal, aber bei Facebook nicht. Aber das Praktischste an Facebook ist, du kannst dich bei Websites manchmal anmelden, ohne irgendwie dich anmelden zu müssen. Sagst du über Facebook, zack. Das Datenklau quasi. Genau. Eben. Hallo, liebe Leute. Jetzt geht es aber wirklich los mit dem Brennpunkt Internet. Vielleicht haben wir doch vorher noch die ein oder andere Sache in eigener Mission. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Tino. Wie geht's dir? Oh ja, ich bin gut drauf. Ich habe schlecht geschlafen, wenig geschlafen. Du? Aber das machst du ja sonst. Da kann ich das heute auch mal. Ja. Klempner war da, hatten wieder, wie heißt das, eine Mischbatterie hat er ausgetauscht. Hat bei dir geschlafen nachts, ja, und genau. Im Bett und hat dich wach gehalten. Hat bei mir ein paar Löcher gestopft. Ach, ja. Geil. Nee, aber Tino, pass mal auf, ich war gestern shoppen, wir haben Brötchen gekauft und habe dabei Kartoffeln gesehen, da stand drauf mediterran gewürzt und da habe ich so, da ist in mir was gereift und ich weiß nicht, ich konnte den irgendwie so in einem Vakuum, konnte ich das nicht auf Twitter posten, dachte ich mir, ja, das kommt wieder falsch rüber. Flüchtlinge sind auch mediterran gewürzt. Das heißt? Na, afrikanische Flüchtlinge kommen übers Mittelmeer, ja, also sind die mediterran gewürzt. Das verstehe ich nicht ganz. Ja, das ist zu intellektuell, Tino. Was heißt im Mediterran eigentlich? Dachte man, naja, das Mittelmeerraum. Alles im Mittelmeerraum, ja. Also so Italien, ja, zum Beispiel. Ja. In Italien wird mediterran gewürzt. Weil es am Mittelmeer ist. Die sind ja nicht ist. Gewürzt, die sind mediterran, aber nicht gewürzt. Ja, aber mediterrane Würze, wenn das an Kartoffeln ist, dann verwendet man Gewürze, die man in Italien, in Griechenland, in, was weiß ich, Tunesien. Das verstehe ich, in ja. Marokko, wo wir auf Deutsche zum Urlaub hinfahren. Kennst du nicht? Kenn ich auch. Freital. So ein geiler Typ aus Freital, der ist egal. Ja, und wenn die Flüchtlinge, deswegen, ich poste es einfach auf Twitter. Die ich sind mediterran, aber nicht die Flüchtlinge gewürzt. Aus Afrika, die schwimmen einmal durchs Mittelmeer und sind dadurch mediterran gewürzt, weil das Mittelmeer auch salzig ist. Wenn der Flüchtling ist. Auf dich draufschisst, dann bist du vielleicht mediterran gewürzt. Aber nee. Der Flüchtling an sich ist ja mediterran. Es ist super witzig, es ist super Find witzig. Finde ich gar nicht. Apropos super witzig, wir hatten diese super witzige Diskussion über den Genderwahn, so nenne ich den jetzt mal ganz vorsichtig, weil du gerne MenschInnen sagst, und da sind wir direkt beim Thema. Das ist nämlich das Wort, was dir das Genick bricht, Tino Ranacher.
Der Mensch ist ein maskulines Wort. Wir führen gerade eine Diskussion weiter vom letzten Brennpunkt Hörerwunsch. Den könnt ihr für 20 Euro kaufen. Ja. Da haben wir auch da kurz drüber diskutiert. Der Mensch ist ein maskulines Wort. Er hat und einen, keiner sagt MenschInnen. Er hat einen männlichen Artikel, aber nicht... Ja, der Begriff ist halt männlich. Geprägt. Genau, und wenn man sagt, oh, da sind viele Menschen, da denkt niemand an nur Männer. Aber auch die Person gibt's ja auch. Ja, und? Naja, und? Da denkt auch niemand an nur Männer. Nein. So, zack, jetzt habe ich dich. Warum sollte das dann plötzlich so sein, wenn man hört, die Lehrer? Weil es ja dafür einen Begriff gibt, der weiblich ist. Für Mensch halt nicht. Für Mensch ist es ein Oberbegriff. Aber männlich das ist weiblich. Doch dumm. Das ist doch völlig dumm. Das ist die dumm. Sprache. Bedank dich bei Dr. Professor dumm. Thomas Deutsch, der Deutsch erfunden hat vor vielen tausend Jahren. Nee, das ist ganz, ganz dumm. Nein, für Mensch gibt es ja keinen anderen Begriff, aber wenn es einen anderen Begriff gibt, ja, wie Lehrer, Lehrerin, dann ist es halt schwierig, sich zu einigen in der Man muss sich nicht Sprache. Einigen. Weil die Lehrer ist eine heterogene Masse aus Männlein, Weiblein, Diverses, alles drin. Ja. Kann man sich darauf einigen und gut ist. Und wir auch lassen Begriff, die ganze Scheiße auch der Begriff sein. Nazi ist auch sehr heterogen. Ja. Da gibt es die Oma bei Pegida, da gibt es aber auch den richtigen Neonazi. Gott, Alter. Hast du denn nichts gelernt? Ich verstehe ja, was du meinst. Ich verstehe, was du tust. Das verstehe ich ja alles. Ich sehe es ja, haben wir auch schon besprochen im Hörerwunsch, dass auch ich finde... Es ist jetzt schon wieder kein Ausschlag. Das ja, ist aber doch alles schon wieder scheiße. Dafür bei unserem Ausschlag. Aufnahmeprogramm ist hier schon wieder kein Ausschlag. Deswegen dafür haben wir Ausschlag. Ja, Martino wieder. Aber ich finde ja auch, dass beim Begriff Lehrer sehe ich auch Frauen, Männer divers. Da sehe ich ja alles, was lehrt. Ja. Aber das ist halt, anderen geht es eben nicht so. Weil die dumm sind. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ist halt so. Ohne Spaß, Leute, die sagen, ja, Gott, nein, oh, das ist so dumm. Oh. Da kommt man in ganz schwere Fahrwasser. Und ich habe ja das auch. Das sind keine schweren Fahrwasser. Es ist so einfach. Naja, es war jahrelang so einfach. Ich will jetzt auch nicht der Pegida-Mann sein, der sagt, oh, Veränderung, das ist mir ganz unangenehm. Es ist aber Verschlimmbesserung. Es macht es doch nur komplizierter. Das sagst halt du, sagen andere eben nicht. Es macht es nur klangunästhetisch. Weißt du, ich bin gefangen, ich bin zwischen den Stühlen. Ich kenne diese Theater- und Kunstszene und die pädagogische Szene. Genau, das sind Szene. Alles Idioten. Nein, und da legt man großen Wert auf Gendern und solche Geschichten, ja, und da wirst du eher verguckt, wenn du es nicht machst. Und dann kenne ich aber auch, habe ich viele Freunde so und andere Bekannte, die sehen das also eben. Also diese Theaterleute sind nicht deine Freunde, doch weil auch. Die dumm sind. Aber das auch, aber auch Freunde oder auch an anderen Kreisen, wo ich mich bewege, wo das halt nicht so ist. Und auch die verstehe ich zum Teil. Aber ich bin eher auf der Seite der Gender-Leute, weil ich es verstehen kann. Weil ich den Leuten nicht auf die Füße treten möchte und weil es mir nicht wehtut, so zu sprechen. Aber indem du so sprichst, trittst du mir auf die Füße. Ach, glaube ich nicht. Na doch. Ach, das ist eine Gewöhnungsfrage. Nein, das ist eine Bullshit-Frage. Also das ist eine Diskussion, da kann man wahrscheinlich eine ganze Sendung mitfüllen. Das machen wir am leichtesten, indem Leute 20 Euro dafür bezahlen und wir eine Stunde über ein Thema eurer Wahl reden. Der Brennpunkt Hörerwunsch. Der große Gender-Wahnsinn. Ich würde gerne mal eine Stunde darüber sprechen mit dir. Ach Gott, Alter. Dann laden wir doch jemanden ein. Weiß ich nicht, du kannst jemanden einladen von der Meinung da und ich lade Oma Gerda von Pegida zum Beispiel ein. Und ich lade Cem Özdemir von den Grünen ein. Alter, die ganze Kriege, ne, diese die Power 9 von den Grünen. Das ist wieder ein Gag, den versteht kein Schwein. Die Power 9 sind die Power wertvollsten 9. Karten bei Magic, ist egal. Die Power 9 der Grünen sind an mir vorbei ins Bauhausmuseum gelaufen vor einer Woche oder so. Die haben auch getagt. Auch schon passiert. Cem war, glaube ich, nicht dabei. Aber Claudia Roth und der Langhaarige da, Anton. Hofreiter, genau. Kühnast und so, das sind immer die gleichen, die hier langlaufen. Machen ja, ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe Programm. Die machen immer in Weimar ihre Parteitage. Ja. Warum auch immer. Und dann haben sie sich super langweilige Sachen im Bauhaus angeguckt und mich beim Skaten gestört. Bauhaus ist ein ganz tolles Museum. Da kann man gerne mal hingehen. Jetzt haben wir schon 8 Minuten Sendung, 9 direkt und haben noch nicht über die Themen der letzten Wochen geredet. Also lass mal direkt überleiten. Tino, wie das hast du dein 9/11 gefeiert? Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass es war. Das so war jetzt. Am 11. September ungefähr war es. Das habe ich denn da gemacht. Plus, minus einen Tag. Ich kann dir gleich sagen, was ich da gemacht habe. Ich weiß nur, dass es mir nicht aufgefallen ist, dass ich erst abends im Bett lag. Dann habe ich irgendwelche Memes gesehen. Endlich volljährig, Tino. 18 Jahre ist es her. Und wir haben ja in letzter Sendung noch die große Debatte gehabt, ist denn Greta Thunberg jetzt zerfickbar oder nicht? Ja. 9/11 ist es jetzt offiziell. Richtig in jedem geil. Land.
Oder weiß ich gar nicht. Gibt es ein Land, wo die Schutzgrenze noch über 18 sogar ist? Kann sein, sexuell oder? Weiß ich nicht. Sexuell, aber in den USA ist man ja erst ab 21 volljährig. Ja, und da kann man erst saufen. Ne? Da gab es ja irgendwie Justin Bieber. Nee, wer war das? Der Sohn von Will Smith, der ist zum Familienurlaub. Hat er gesagt, ey, lass zu meinem 18. Geburtstag in England feiern. Mhm. Und das hat er nur gemacht, damit der da trinken darf. Ist doch klug. Lol. Also, aber 9-11 war. Als ob die nicht vorher schon saufen würden. Das machen doch alle auch hier mit 15 schon Bier trinken und Alkopops. Diese Jugend von heute, was sie da immer sich reinzwirbelt, hier ihre Chupa Chups und Mischgetränke. Ja, also 9-11 war, Timo. Können wir jetzt mal ein bisschen ernst reden? Ich habe nur so unlustige Memes gesehen irgendwie, wo so zwei Araber irgendwie im Flugraum da sitzen oder stehen und sagen, wetten, ich komme da durch, wetten nicht. Alter, das ist doch bestimmt mindestens 19 Jahre alt, das Meme. Ich weiß es nicht. Der Gag. Ja, also, 9-11. Ja. Fällt uns nicht zu ein. War halt schon ganz groß, war überall in den Medien mal wieder vertreten. Wo warst du, aber es wird, als es stattfand? Wo warst du? Das haben wir, glaube ich, in unserem zweiten Podcast schon mal. Da haben wir Rückblick und Vordings gemacht. Aber ich habe es auch auf Twitter gepostet. Ich kann es gerne nochmal sagen. Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Erst am 12. am Morgen hieß es dann, hast du gestern mitbekommen, dass das mit den Flugzeugen mitbekommen? Waren übelst aufgeregt. Ich dachte halt, irgendwelche Kunstflieger oder so sind über Weimar geflogen. Und ich wollte halt cool sein. Ja, auf jeden Fall cool so. Und am folgenden dann die Gespräche in der Schule waren sehr, sehr verwirrend. Voll geil. Ja, weil er so, ich habe es mitbekommen mit den Flugzeugen. Ja, voll cool so. Und wie geht's euch jetzt? So, wenn die Lehrerin dann so fragt, wie geht's euch damit? Ich weiß, echt heftig und so. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und nach habe ich dann erst erfahren, weil ich habe mir dann nicht mitgeredet, so, weil ich konnte nicht mitreden, aber ich habe auch nicht gesagt, ich weiß nicht, um was es geht. So, nach und nach hat sich dann so ein Bild ergeben. Und mein Gott, ich kann an dieser Stelle das Lied 11. September von Mono für alle empfehlen. Das habe ich auch wirklich nochmal feierlich gehört. Ja. Der 11. September war für mich ein wunderschöner Tag. Ich weiß noch genau, die Sonne schien und die Vögel zwitscherten im Park. Denn im Grunde passiert das gefühlt jeden Tag, aber es interessiert halt keinen, weil es nicht Amerika ist. Nee. Aber natürlich muss es uns interessieren, weil das Happening an sich etwas losgestoßen doch hat. Doch zwei Flugzeuge, die in so Hochwasser fliegen, das passiert auch nicht in den arabischen Staaten. Ja, es ist natürlich ein bisschen eine Übertreibung, aber es ist halt so dieses so ein bisschen out of context. So, wir hatten das ja mit Christchurch und Sri Lanka. In Sri Lanka hat keinen interessiert, obwohl da irgendwie dreimal so viele Leute gestorben sind. Das verstehe ich auch. Ja, wenn man so ein bisschen Vergleiche zieht, dann auch im Bataclan damals, in Frankreich, in Paris da. Das ist eigentlich ein, Gauland sagen würde, ein Vogelschiss, im Vergleich zu dem, was jeden Tag passiert in Arabien irgendwie. Ja. Oder auch Khashoggi oder wie er heißt, dieser Journalist, der innerhalb der saudi-arabischen Botschaft in der Türkei, der wurde halt lebendig zerstückelt und kein Schwein interessiert es gefühlt, so, weißt du? Das sind halt so Sachen, das war jetzt auch wieder, wir sind mitten in den Themen, Leute, aber wir müssen hier mal ein bisschen Struktur reinbringen. Weil es geltendes Recht war, deswegen. Das ist halt so hart, ne? Das interessiert halt fucking keinen und die haben, also es ist immer noch nicht so hundertprozentig klar, aber wahrscheinlich wurde er im Ofen, im Garten von der Botschaft im Ofen dann verbrannt, so. Also so im Grillofen, die haben irgendwie an dem Tag auch normales Barbecue Grillfleisch gemacht, bestellt so, und irgendwie, das ist nicht so. Lest den Wikipedia-Artikel, das habe ich vor einer Weile mal gemacht, aber das war jetzt auf jeden Fall auch wieder in den Nachrichten, das hat die Leute wieder bewegt im Internet, denn irgendein Gerichtshof in Amerika oder so hat bestimmt, dass jetzt bestimmte Aufzeichnungen veröffentlicht werden muss, die 9-11 mit Saudi-Arabien in Verbindung bringen könnten. Aha. Und da ist ja die Sache so, Saudi-Arabien. Dann war es gar nicht Osama Bin Laden, dann war es irgendwie der. Vielleicht stecken die dann, also es war ja, oder es, so. Die Leute, die im Flugzeug saßen, waren ja gebürtige Saudis, also zu großen Teilen, soweit ich weiß. Und warte, ich schau nochmal, dass ich ja jetzt nicht Quatsch erzähle. Ja, stimmt, es gab doch auch so Aufnahmen, wo die gewartet haben auf die Angehörigen der Opfer des von 9-11, so die im Flugzeug saßen. Das müssen ja einige am Flughafen eigentlich warten auf ihre Freunde und Familien, um die zu empfangen, aber da kam einfach keiner. Irgendwie am Flughafen. Also keiner hat die erwartet. Was ja auch so mitgespielt hat in diese ganze Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie, sehr interessant. Habe ich auch gleich nochmal was aus eigener Sache. Ja, habe ich mal so überlegt. Habe ich mal kluge Gedanken gehabt. Aber um den Gedanken zu Ende zu bringen, es wird interessant. Mal schauen, ob sich da was tut. Aber im Grunde
Saudi-Arabien ist ja mit Deutschland genauso, ne? Wir liefern ja auch Waffen und so. Das sind einfach reiche Leute. Und never forget 9-11 und so heißt es ja, aber sobald dann Saudi-Arabien da, dann kann man das vielleicht doch dann unter den Teppich kehren. Könnte ich mir so vorstellen, weil die sind ja so reich und so. Die Waffen brauchen die ja nicht zum Schießen, die werden ja nur in Museen gestellt bestimmt. Wahrscheinlich. Oder zu Veranschaulichungszwecken. Oder ich glaube sogar, dass Saudi-Arabien ein Heldenstaat ist und die Waffen wegkauft, dass die nicht in Kriegsgebiete geraten. Ich will die jetzt auch gar nicht so Prinzip haten, ja. Da ist man ja nicht besser als Oma Gerda von Pegida. Aber na doch, also man hört halt sehr viel Scheiße einfach. Na doch, die richten richtig krass Leute hin in Saudi-Arabien. Aber deswegen sind ja nicht alle da asozial oder zurückgeblieben oder so. Nein. Weißt du? Das ist, kann man ja nicht sagen, dass die ganze Gesellschaft den mittelalterlich Menschen. Ist. So. Nee, also doch, die Gesellschaft schon. Ich glaube, die Menschen an sich haben mehr Potenzial. Aber werden halt klein gehalten von der Regierung, von der Diktatur und den Strafen, den es da gibt. Kronprinzen. Der wohl auch da bei dieser Khashoggi-Sache so die führende Kraft war. Genau, der das aber ist ja so eigentlich. Hart, Alter. Der hatte irgendwie 4 Kinder oder so, war eigentlich Journalist und wurde dahin bestellt. Fuck, das ist zu lange her, dass wir es gelesen haben. Doch, es ging nur darum, dass er seinen Reisepass. Genau, er wurde dahin bestellt, hat gesagt: Hier, da bist du sicher und so, und zack, tot. Zerstückelt. Nicht cool. Zack, es ging ja, und, der Todeskampf war ja, ja sehr. Ja. Da haben ja richtig zersäbelt, so Stück für Stück. Ja, ja. Also ich weiß auch nicht genau, wie das war, dass es da so Aufzeichnungen gab. Aber schön, dass wir mal wieder drüber geredet haben. Genau. Es interessiert ja mittlerweile überhaupt keinen mehr, genauso wie Amazonas und so, keinen mehr interessiert. Da geht's aber brennt auch das gleich. Noch dort? Das brennt noch, ja. Es gab eine richtig neue Entwicklung, aber da kommen wir später zu. Ich wollte jetzt hier nur, weil wir gerade bei 9-11 sind, Verschwörungstheorie. Ich habe überlegt, Russland würde ja genauso wie Grönland zum Beispiel sehr davon profitieren, wenn der Klimawandel so käme. Denn wenn man sich mal Sibirien anschaut, was ja irgendwie 75% von Russland sind, wo kein Schwein lebt, weil einfach nur alles eisig ist. Wenn jetzt alles sich so ein bisschen umwälzt und wärmer wird, dann ist ja quasi Russland das neue, weiß ich nicht, was ist so, Hawaii oder so. Ja. So, der tropische Traum. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Russland da profitiert. Und wie gesagt, das ist jetzt überhaupt nicht verwurzelt oder so, aber theoretisch. Wenn ich jetzt russischer Oligarch wäre, würde ich sagen, hey, ich finde das gut, wenn die Erde wärmer wird, weil wir haben irgendwie seit dem Zweiten Weltkrieg ja harte Probleme mit unserer Bevölkerung, die geht stark zurück. Andauernd kommt so eine, das fand ich auch ganz faszinierend, es gibt ja, wenn ganz viele Leute sterben im Krieg, gibt es ja 20 Jahre später, wenn diese Generation quasi Kinder kriegen würde, gibt es so einen richtig krassen Einbruch in der Bevölkerung und das halt so 2-3 Mal, wenn dann die Enkel und so kommen würden. Sehr faszinierend. Also wenn Russland wieder florieren würde, wortwörtlich, dann würde es auch gesellschaftlich vielleicht florieren. Und die ganzen Schwulen noch in Russland, ja, furchtbar. Die müssen das ja eindämmen. Ah ja, die Schwulen sind das. Deswegen geht die Gesellschaft zurück. Nicht der Zweite Weltkrieg war das. Ja. Und dafür auch in der Schule nicht unterrichten, weil sie sonst schwul werden könnten. Mir ging es auch damals so in Mathe so. Ich bin dann zack zur Primzahl geworden auf einmal. Okay. Als wir Tiere behandelt haben im Bio, war ich dann ein Pferd. Also geht schnell. Ja. Hat lange gedauert, das wieder rauszukriegen aus mir. Ich leide da mit dir. Aber die letzte Sache nochmal zu 9-11, bevor wir vielleicht diese Scheiße vergessen können. Bis nächstes Jahr. Bis der nächste zerstückelt wird vielleicht. Ja, Hongkong ist da auch wieder relevant, denn die Demonstranten in Hongkong haben für 9-11 sämtliche Demonstrationen abgesagt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Warum? So ein solidarisches Ding. Und weil China gesagt hat, aha, 9-11, da werden die Demonstranten bestimmt terroristische Attentate verüben. Und als Gegendemonstration und solidarisch zu Amerika, was ja auch strategisch klug ist, haben sie gesagt, nö, heute machen wir gar nichts. Ach, also ich kann nur immer wieder sagen, es gibt natürlich ein paar schwarze Schafe, die dann Scheiße bauen da und irgendwie Stress mit der Polizei grundlos anfangen. Schwerpunkt schwarz. Ja. Nee, so viele Schwarze gibt es in China nicht oder in Hongkong, deswegen ist es da so toll. Nee, aber alles, was ich so mitkriege im Grunde, die machen alles richtig. Ich drücke denen weiterhin die Daumen. So, die großen anderen News gibt es jetzt nicht. Ja, aber ich bin kritisiert worden auf Facebook. Du bist kritisiert worden. Ich habe mal einen Beitrag von dir geteilt. Da wurde gezeigt, wie die Leute in der Straßenbahn oder U-Bahn zusammengeschlagen worden sind. Und dann nochmal Pfefferspray, genau. Als sie schon am Boden waren. Und da habe ich das geteilt auf Facebook, auf einer Like-Seite. Und dann kam auch von jemandem, der in China wohnt, ein Bekannter von mir, also ein ferner Bekannter. In China oder in Hongkong? Ich weiß es gar nicht so genau. Jedenfalls teilt er immer so Zeug, so China-Zeug. Der teilt immer so China-Zeug. Genau. Und er lebt so auch billige Ware dort.
teilt er über. Ich muss nur noch mal fragen. Jedenfalls meinte er so, dass es doch angemessenes Verhalten, so wie die vorher randaliert haben, da diese Demonstranten und die, so wird auch in anderen Ländern umgegangen mit solchen Hooligans. Also das ist ja schon Bullshit, schon mal alleine. Also ich sag jetzt mal, wir gehen mal alle davon aus, dass wir es alle nicht wissen. Ja, aber so weiß es diese Person auch nicht, die das gesagt hat. Ob diese Personen tatsächlich, man sieht sie in dem Video nicht randalieren, die da am Ende mit Pfefferspray zusammen. Ich habe Artikel geschickt leider auch, wo diese Leute auch gezeigt worden sind, wie sie vorher an dieser Station da Scheiben eingeschlagen haben und gesprayt haben. Und er hat dann auch gesagt, das findest du allzu verteidigungswert. Und da habe ich dann gesagt, naja, egal was sie getan haben, müssen sie dann so behandelt werden von der Polizei. Ja, warum, das verstehe ich aber nicht. Warum sprüht dann oder knüppelt die Polizei drauf, sprüht Pfefferspray und geht dann aus dem Waggon und verhaftet die nicht? Also das macht für mich keinen Sinn. Dann das würde man eigentlich die Leute einfach verhaften müssen, wenn die wirklich diese Täter sind. Aber sie sind ja echt in die U-Bahn rein, haben die zusammengeknüppelt, am Ende Pfefferspray drauf und dann gehen sie ja raus. Das sieht man ja in dem Video alles. Also das macht für mich irgendwie nichts. Jetzt zog du einen Vergleich zu Stuttgart 21, wo ja auch die deutschen Demonstranten auch so mit Wasserwerfern besprüht worden sind, Pfefferspray und auch kaputt geknüppelt worden sind. Und dann meinte er, das passiert nicht nur dort, auch bei uns passiert sowas. Ja, und finden wir das hier gut, oder? Nee. Ja, okay, aber, sind wir uns ja eigentlich. Weil halt auch in dem Artikel stand irgendwie, was wir geteilt haben, so geht Pressefreiheit nicht und Meinungsfreiheit so. Wir können froh sein, dass wir hier in Deutschland Meinungsfreiheit haben. Und deswegen hat er halt Bezug genommen zu Stuttgart. Okay, aber das steht ja auch nicht im Direkten. Also die haben ja in dem Video, was sie da geteilt haben, da haben sie ja jetzt nicht von ihrer Meinungsfreiheit unbedingt Gebrauch gemacht. Das stand einfach nur im Kontrast zu, wir beschweren uns hier, dass wir nichts machen können. So. Ja. Aber wie gesagt, ich kann nur immer wieder sagen, hier kannst du halt sagen, Frau Merkel sieht aus wie Winnie Pooh, ohne dass du ins Gulag kommst. Stimmt. Wo wir beim Thema sind, denn die Frau Merkel hat gesagt, dass man zumindest die Rechte der Hongkonger wahren sollte. Das ist natürlich wieder so eine neutrale Aussage. Also irgendwer macht das mal, ich mach das mal nicht, aber man sollte es schon mal machen. Ja, die muss aufpassen, die Merkel. Ja, die haben ist ja, richtig. Ja, die haben ja ganz gute Beziehungen zu China auch. Das ist zum Teil richtig. Ich sage ja auch nicht, dass sie jetzt wegen sowas irgendwie, man bringt ja quasi auch das eigene Land dadurch so ein bisschen in Gefahr. Das verstehe ich auch, dass man da jetzt nicht sagt, hey, ich werfe jetzt mal eine Atombombe auf China, damit da Ruhe ist. Das verstehe ich. Aber so, es ist immerhin schön, dass mal was gesagt wurde. Ja, dass sie was sagt. Ja. Wobei ich es spannender finde, wenn wir so einen Außenminister hätten oder eine Ministerin, die irgendwie dann so den Stinkefinger zeigt, so zu solchen Leuten. Aber das kann man nicht machen. Einer Demokratie, die auch lebt von Beziehungen nach außen und von Diplomaten und so und Diplomatie. Da geht das halt nicht. Da bist du doch wieder gefragt, du radikaler Tino. Ja. Mit Undemokraten demokratisch umgehen. Ja? Das ist so ein bisschen so ein komisches Ding. Das ist seltsam. Ja. Also, naja, ist egal. Was ich sagen wollte, ist Hongkong, wir sind gespannt, was da noch passiert. Auch spannend, Haribo bringt jetzt endlich getrennt farbene Gummibärchen raus. Haben wir das nicht am Ende der letzte schon gesagt? Habe ich schon gesagt, scheiße. Ich glaube, das hat's. Vielleicht war es nicht mit drin, aber doch, ich glaube, du hast es. Ich habe es vergessen rauszustreichen. Klassentrennung endlich. Richtig. Auch bei Süßigkeiten. Genau. Wird aber auch Zeit. Ich nehme es zurück, aber jetzt nochmal der Hinweis. Ich kaufe es ja eh nicht, weiß ja, Gelatine ist, aber. Apropos Rassentrennung, hast du Mrs. Monopoly mitbekommen? Nein. Das ist auch so ein Schwachsinn. Also ich sag mal, es ist wahrscheinlich wieder ein bewusster PR-Stunt. Man will da nicht politisch korrekt oder feministisch oder sonst irgendwas sein, sondern man weiß, okay, mit so einer Scheiße schürt man wieder die Leute. Und ich sag's trotzdem. Miss Monopoly für Frauen, eine Monopoly-Version, bei der Frauen extra $40 bekommen, wenn sie über Go gehen. Also man geht ja immer im Kreis rum und du kriegst ja immer Geld, wenn du über den Anfang gehst. Frauen kriegen $40 extra. Aha. That's it. PR-Stunt. Aber es hat funktioniert, alle haben sich aufgeregt. Das bringen die wirklich raus oder ist es echt nur ein Stunt? Soweit ich weiß, soll es das geben, soll rausgebracht werden. Da frage ich mich aber auch, wozu braucht man da eine extra Monopoly? Das könnte man theoretisch auch so machen. Ja. Totaler Quatsch eigentlich, aber man kann jetzt auch sagen, ja, die prangern damit die Ungerechtigkeit an und es ist so ein bisschen so Satire, weißt du, um zu zeigen, wie ungerecht das wäre, ungleich bezahlt zu werden. Aber das Gender Pay Gap, das wurde so oft schon debunked, ja, weil da so viele Faktoren nicht beachtet werden, wenn man sagt, oh, die Frauen, die verdienen weniger und so. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt, aber es gibt es nicht pauschal als alle Frauen kriegen immer weniger und so. Es gibt bestimmt Chefs, die scheiße sind.
Aber im Grunde wurde das schon so oft auseinandergenommen, dass es das eigentlich nicht gibt, wenn man alle Faktoren berücksichtigt. Das ist schon ein Ding tatsächlich. Doch, man kann das sagen. Es ist ein Ding. Es ist auch, es ist weniger, als man manchmal zu spüren bekommt in den Medien und auch in den sozialen Netzwerken. Aber es gibt diese Gender Pay Gap tatsächlich. Tino, da schicke ich dir auch nochmal was. Ich kenne das alles. Du kennst das alles. Ja. Man muss da diverse Faktoren berücksichtigen. Ich weiß, dass auch Frauen eher Berufe ergreifen, die, wo man eh weniger verdient, so soziale Berufe. Das ist alles richtig und das kann man alles in Verhältnisse setzen. Aber auch in denselben Berufen bekommen Frauen oftmals weniger bezahlt. Nicht immer, oftmals. Das ist richtig. Das ist halt jetzt erstmal so ein Wort, was du in den Raum aber es gibt Tendenzen. Es gibt Tendenzen und die sind ganz klar. Ich habe ja auch gesagt, es gibt garantiert Chefs, die das so handhaben. Aber selbst wenn es diese Tendenzen gibt, können das mannigfaltige Gründe sein, die nichts damit zu tun haben. Das ist eine Frau, ich hasse die. Naja, aber blonde Menschen und schwarzhaarige Menschen haben ja auch keine Pay Gap. Das ist halt schon Frau-Mann. Da das gibt's mag das. Ja sein, aber vielleicht hat das doch andere Faktoren. Vielleicht ist es biologisch eher so, dass Männer zum Beispiel lieber Überstunden machen oder so. Schändet mich, wenn ich jetzt wieder sage, Mann und Frau sind nicht identisch. Da gibt es von MyLab auch ein Video dazu, zur Gender Pay Gap, furchtbares Wort, zur ungerechten Behandlung von Frauen. Vom geschlechtlichen Bezahlungslücken. Lückendings. Phänomen. Das ist schön. Viel schöner. Und da sagt sie auch, ja, es gibt zwei Zahlen dazu. Einmal die totale Gender Pay Gap, wenn man alles einberechnet so oder halt nicht einberechnet und sagt, Frauen verdienen echt viel, viel weniger als Männer. Dann die ganzen Faktoren einberechnet, dass sie halt in soziale Berufe gehen, Männer länger arbeiten und Frauen eher in Mutterschaftsurlaub gehen. Wenn man das alles auch ausklammert und diese vielen Faktoren, auch dann ist es zwar weniger, aber auch dann gibt es noch dieses Gender Pay Gap. Immer noch. Auch wenn es viel weniger ist. Aber es gibt es trotzdem. MyLab empfehle ich dir, kann ich dir mal schicken. Ja, MyLab ist ja aber auch funkgesteuert. Also Und eine Frau. Also das ist ja, die ist ja so biased, was dieses Thema angeht. Ja? Das ist keine vertrauliche Quelle. Aber ich muss sagen, ich bin nicht dafür, dass Frauen mehr verdienen. Ich finde, Männer sollten weniger verdienen, dass es angeglichen wird. Nicht Frauen mehr, Männer weniger, dass es gleich ist. Pass mal auf, ich habe da eine Lösung. Bedingungsloses Grundeinkommen. Nein. Jeder bekommt genau das Gleiche. Das Hammer. Ist so unangenehm links, Robin. Ich weiß, aber in einer utopisch gedachten, wir machen aber heute echt eine große philosophische Stunde hier, aber das ist ja okay, wir können das ja auch mal machen, wir sind Brennpunkt Internet, wir machen was wir wollen, ich rülpse das Mikrofon, lass Anarchie. Mich in Ruhe, fickt euch. So, in einer natürlich leicht utopischen Zukunft, ja, wenn man von Idealen ausgeht, so, ich weiß, dass das vielleicht, ne, an manchen Faktoren auch scheitern kann, aber rein theoretisch ist es einfach das einzige sinnvolle Modell für die Zukunft. Ist jetzt natürlich wieder sehr hardlinerisch ausgedrückt. Ich sag's jetzt, ich will's ja auch den Leuten ein bisschen schmackhaft machen. Natürlich muss man da diskutieren und schauen, wie, was, wo. Aber lass mich kurz erläutern. Viele sagen ja wahrscheinlich, wenn du einfach Grundeinkommen hast, dann gammelst du halt rum. So wie so ein Hartz-IV-er, machst dann nur Scheiße, schimmelst zu Hause rum. Zum einen sage ich rein privat, ist mir scheißegal, sollen sie halt machen, weil es ist nicht biologisch vorgesehen, dass du arbeiten gehen sollst. Ja. Ja. Das ist einfach nur ein gesellschaftliches Konstrukt und wenn Leute da einfach in ihrer Biologie das nicht drin haben, da Bock drauf zu haben, dann sage ich, okay, ist deren gutes Recht, aus meiner rein privaten Meinung. Aber ich glaube einfach, dass der Unterschied ist, wenn du Hartz-IV-er bist und quasi schon gesellschaftlich am Boden bist, ja, also so von der Achtung, die dir entgegenkommt und so, und du dann überlegst, okay, gehe ich jetzt arbeiten für 10 Euro mehr im Monat, gefühlt, dann lasse ich es lieber, so. Wenn du aber dieses bedingungslose Grundeinkommen hast und jeder erstmal gleich ist, hast du diesen Faktor nicht von, oh, ich bin gerade eh nichts wert, sozusagen. Ja. Und dann fängst, also ich würde sagen, ist jetzt auch nur eine gesponnene Zahl, aber so was weiß ich, 90% der Menschen würden von ganz alleine irgendwann anfangen, irgendetwas zu tun, ich denke um auch. Einfach einen Sinn im Leben zu haben. Das kann natürlich sein, Ausländer zusammenzuschlagen, aber es kann auch sein, dass sie dann gemeinnützige Arbeit machen. Genau. Das wäre doch mal ein Ansatz. Ist auch gemeinnützig. Statt Ausländer zusammenschlagen, den Bio-Deutschen einfach helfen, indem man in Obdachlosenheimen oder so arbeitet. So, und in der Theorie kommt durch bedingungsloses Grundeinkommen ja jeder dazu, das zu tun, was er am besten kann. Und das ist der große Punkt daran, da sage ich natürlich auch Utopie, aber das ist der große Punkt daran, warum es eigentlich ein Zukunftsmodell sein müsste. Damit nicht, weiß ich nicht, wie viele Leute würdest du schätzen, machen in Deutschland ihre Arbeit, nicht unbedingt, weil sie aus Leidenschaft oder weil sie die am besten können, sondern einfach, weil sie Geld verdienen müssen. Ja. So. Und das kannst du mir nicht erzählen, dass diese Leute dann das machen, was sie theoretisch am besten machen könnten. Also es würden wahrscheinlich auch viel mehr, weiß ich nicht, alten Leuten helfen oder so, wenn es nicht so beschissen bezahlt wäre.
Ich sehe es ganz genauso tatsächlich. Ich bin auch für ein Grundeinkommen. Es sollte nicht zu hoch sein. Also Freunde von mir fordern irgendwie 1.500 Euro im Monat. Das finde ich ein bisschen krass. Aber so ein Tausender im Monat oder so 800, das fände ich schon ziemlich gut, weil dann bist du abgesichert auf jeden Fall. Und egal, was passiert. Und du kannst dadurch so viel einsparen, ja, Verwaltungskosten. Du kannst Arbeitslosengeld sparen, BAföG sparen, Rente sparen, solche Geschichten. Und aber mit dem Geld, das ist zwar eigentlich schon recht viel, aber du kannst trotzdem keine großen Runden machen, ja? Und wenn du halt mehr willst, dann kannst du arbeiten gehen. Dann kannst du halt dann Sachen tun, die der Gesellschaft auch was bringen, letztendlich. Ich glaube auch, dass es halt einfach das gibt natürlich bestimmt auch Leute und Gesellschaftssysteme, die das nicht wollen, aber dieses Konkurrenzding so ein bisschen weniger macht. Und das finde ich eigentlich auch ganz attraktiv. So dieses, ich mache das und ich verdiene dieses und ich bin so toll und so. Sondern, hey, grundsätzlich sind wir erstmal hier alle schön gleich. Ja? Mhm. Wir kriegen das hier einfach nur, weil wir uns nicht ausgesucht haben, in diese Gesellschaft reingeboren zu sein. So. Mhm. Und ich will es auch nicht zu lang machen, wir haben noch fast keine Themen besprochen, aber es ist auch, am besten wünscht sich da jemand einen Hörerwunsch zu. Ja? Das Grundeinkommensthema ist ein Thema, was sich durch alle Wochen zieht. Das können wir jede Woche bringen, weil das sehr wichtig ist. Das stimmt. Lass mal über was anderes sehr Wichtiges reden. Du hast vorhin den Amazonas angesprochen, da wollte ich jetzt brennt auch meine. Kann man sagen, es brennt noch. Es brennt hat ja auch letztes Jahr gebrannt. Letztes Jahr gab es irgendwie 40.000 Feuer, dieses Jahr war es halt bis hierhin schon irgendwie 80.000, deswegen war es ja überhaupt in den Medien vertreten. Aber brennen tut es da eigentlich immer. So. Aber jetzt ist was passiert, was halt auch schon wieder so richtig schön. Ich weiß nicht. Also, Maxiel Pereira dos Santos. Habe ich bestimmt super falsch ausgesprochen. Ich mache es wie Herodes. Maxiel Pereira dos Santos. Ja. Der wurde zweifach in den Kopf geschossen vor seiner Familie. Wer war dieser Mann? Ihr könnt es natürlich selber googeln, aber es war einer, der sich für die Ureinwohner im Amazonas eingesetzt hat. Die letzten 12 Jahre jetzt schon. Sehr energisch dafür eingesetzt hat. Natürlich auch dann gegen Amazonasbrände und so. Und natürlich vielleicht der ein oder anderen regierenden Person in Brasilien ein kleiner Dorn im Auge sein könnte. Oder es muss ja auch nicht unbedingt eine Regierung sein. Kann ja auch diese Bauern, die das da anzünden, die werden ja nicht unbedingt von der Regierung bezahlt. So. Nee. Die machen das ja für sich, weil sie dann Feld haben wollen. So. Kann ja auch sein, dass dann irgendein Kartell oder was auch immer dahinter steckt. Aber auf jeden Fall einer, der sich seit 12 Jahren für den Wald, für seine Bewohner und alles, was da kreucht und fleucht eingesetzt hat, wurde von seiner Familie hingerichtet. Ein dummer Zufall. Ja. Ja, der ist ganz unglücklich in diese Kugeln reingestolpert. Ich denke auch. Naja. Weiß man denn, wer es war oder wurde der Täter oder die Täterin gesichtet? Also es sieht halt aus wie eine Exekution, aber wer genau, ist irgendwie nicht ganz klar. Googelt selber, mir ist egal. Irgendwie uns allen auch. Alter Schulkamerad, von dem er gemobbt worden ist vielleicht. Also es ist doch nur Brasilien. Komm, das ist doch so weit weg, genau. Betrifft uns gar nicht eigentlich. Ist Brasilien eigentlich schon erste Welt? Nee, gell? Nee. Also müsste uns überhaupt nicht interessieren. Zweite Welt? Nee, nicht ganz. Dritte, aber... Nee, guck mal, das ist nämlich, weißt du, was zweite Welt ist? Nein. Habe ich auch erst vor einem halben Jahr gelernt. Alles, was so Sowjetunion ist. Ah. Ich dachte nämlich auch so, dass das was mit Entwicklungsland oder so zu tun hat, ist aber gar nicht so. Das ist von diesem Kalten Krieg-Ding noch Überbleibsel, dass erste Welt quasi so die westliche Welt ist. Zweite Welt ist alles so russisch, ne, Sowjetunion und so. So ostmäßig, Diese komischen Leute, wo es so viele Nutten gibt und so. Also eigentlich der Good Stuff. Ja. Eigentlich ist zweite Welt das, was man will. Und dritte Welt ist halt dann der Rest so. Das interessiert uns dann immer nicht. Also Brasilien ist dann schon... Dritte Welt, schon, ja. Fast schon vierte Welt, ja. Ja. Ja, Kuse gehen raus an die Brasilianer. Ja. Wenn ihr es hört. Hören sie nicht. Ah. Der Buschfunk empfängt uns nicht. Das war sehr schade. Hast du noch irgendwie was Uplifting, wenn wir hier nur über Mord und Totschlag und Grundeinkommen berichten? Area 51. Ah, bald ist es soweit. Bald ist es, ja. Ich schreibe mir schon die Handflächen. Und die ersten YouTubers sind schon verhaftet worden, die vor Ort waren. Oh. Und zwar zwei holländische, so ein YouTube-Duo, die haben mit einer Drohne da filmen wollen. Und die wurden direkt erstmal hops genommen von der Polizei dort. Von der Polizei immerhin nur. Ja, oder? Wer auch immer. Also es ist ja irgendwie gar nicht so leicht, da hinzukommen, ne? Ja. Also die Area 51 an sich liegt irgendwie 50 Kilometer im Nichts. Also da fährt irgendwie kein Bus hin oder sonst irgendwas. Das nächste daran ist irgendwie so eine Tankstelle, die auch so heißt oder so ähnlich. Area 51 Tankstelle, die wird so heißen. Shell. Ja, genau. Und von da müsste man wahrscheinlich entweder mit Autos fahren oder laufen.
Aber Autos, das wären dann, weiß ich nicht, was weiß ich, wenn das wirklich 100.000 Leute wären, jetzt mal angenommen, dann wären das ja, wie, weiß ich nicht, 25.000 Autos. Da gäbe es Stau. Ich glaube, es würde rein logistisch einfach scheitern. Die müssen frühzeitig anreisen. Ja. Die sollten jetzt schon loslaufen langsam. Also Leute, wenn ihr Area 51 stürmen wollt, seit, was, 20. oder was? Ich glaube 20. war es. Warum haben die das nicht auf den 11. September gelegt? Da sind doch alle mal abgelenkt. Eigentlich schon, tatsächlich. Ja. Ich muss niesen. Aber wir sind ja Brennpunkt in der Mach das mal. So. Großartig. Ja, also ich bin gespannt. Das war ein bisschen uplifting. Das fand ich sehr witzig. Das ist echt passiert. Und ich hoffe, es bleiben nicht die Einzigen, die da jetzt auftauchen. Ich will, dass da was passiert. Das ist ja auch die Idee dabei. Oder die Gruppe hieß ja auch so, they can't arrest all of us oder so. Mhm. Can't stop. Also sie können uns nicht alle aufhalten. Wenn da jetzt so vereinzelte YouTuber mit einer Drohne rumfliegen, dann sind die schnell verhaftet. Ja. Aber wenn da jetzt wirklich 100.000 Leute stehen, dann ist das schon schwer. Also. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass da auch geschossen wird. Ja, ist doch witzig. Klar, es ist witzig. Ich habe Angst davor, aber ich gehe eh nicht hin. Ich bleibe hier, guck's mir an. So, gibt's richtige Livestreams auch da? Gibt's also, schon welche, die das angekündigt haben, die Livestream werden? Ich glaube nicht, weiß ich nicht. Vielleicht gibt's da auch gar kein Internet. Die Ach können doch so. Bestimmt auch da so hier Chef-Granaten, dass sie das jammen, so, weißt du, dass dann überhaupt kein Internet mehr verfügbar ist, weiß ich nicht. Ich würde sagen, ich habe Bock drauf. Mhm. Ich bin gespannt. Und ich sag mal, wenn das Erfurt wäre oder so, würde ich wahrscheinlich auch mal hingucken. Wahrscheinlich nicht bis ran an die Basis, aber so von weit mal schauen. Ja, gibt's nicht so Militärbasen hier in Thüringen? Kann sein, ja. Die sind aber eher weniger spannend. Ich glaube, dass Area 51 eigentlich gar nicht so spannend ist, dass nur der Fokus von allen darauf liegt, aber da am wenigsten krass ist. Dass das Ablenkungsding ist. Richtig. Ja. Die Area 69 oder Area 80 ist es vielleicht. Oder 420. Area, genau, irgendwie sowas. Ja. An die keiner denkt. Ja, das wär schon echt dumm, wenn man so eine super geheime Militärbasis hat, die dann aber jeder kennt. Das Eben. Ist schon Quatsch. Also wahrscheinlich haben sie irgendwo in einem Berg, so wie die Schweiz, in einem Berg irgendeinen so fetten Bunker drin. Und da geht's dann die wahre Party. Aber ich bin gespannt. Wir müssen noch reden über Luke Mockridge. Ach du Scheiße, ich habe seine Werbung gesehen an der Bushaltestelle. Ach so. Die Werbung macht überhaupt keinen Sinn. Er hat ja jetzt die Great Night Show. Ja. Ne? Und er steckt so ein Kabel zusammen, also einen Stecker und eine Steckdose quasi. Mhm. Und hinter ihm leuchtet das Ding aber schon, obwohl das noch nicht drin steckt. Dumm. Also ich möchte bitte diese Logik dieses Werbeplakats anfechten. Diese PR-Firma müsste verklagt werden dafür. Was möchtest du über Luke reden? Wir hatten ja gesprochen über seinen peinlichen Auftritt beim ZDF-Fernsehgarten, wo er so ganz billige Witze erzählt hat und wie so ein Affe rumgesprungen ist. Ja. Und ich dachte mir schon, da steckt irgendwas dahinter. Der macht ja auch eine neue Show demnächst und es wird irgendein Gag sein. Aber was kann denn lustig oder cool genug sein, um das zu rechtfertigen? Aha. Und es ist rausgekommen, was es ist, schon vor der Ausstrahlung der Sendung. Und ich muss sagen, die Begründung dafür macht diese Peinlichkeit tatsächlich ein bisschen schwächer. Okay. Denn er macht ja oftmals so Sachen mit Kindern. Ja. Also nicht wie Michael Jackson, sondern er macht wirklich, also er vor der Kamera so lustige Späße. Kann man die Filmchen irgendwo sehen? Sind das diese, die auf den Philippinen produziert werden? Genau, und unter anderem. Ja. Und die nicht so feurig sind, die gibt es auf YouTube. Okay. Und da lässt er Songs schreiben von Kindern oder macht da zusammen mit den irgendwelchen Quatsch. Er hat von einem Kind ein Stand-up schreiben lassen. Er hat sich lassen. Von Kindern ein Stand-up schreiben lassen, was für Witze er machen soll, wenn er beim Fernsehgarten ist. Okay. Dann kamen halt diese unlustigen, uralten Gags raus, wofür er gnadenlos ausgebuht worden ist und wofür er richtig viel Hass bekommen hat. Auch seine Eltern bekamen irgendwie Hass, so Todesdrohungen. Das zeigt für mich nur, dass er nicht so den Tiefgang hat, wie ich ihm vielleicht zugetraut hätte. Also dieses doppelten Boden, sag ich mal, dass man irgendwie diese Plattform nutze, irgendwie das zu kritisieren zum Beispiel. Mhm. Das war ja mein erster Gedanke. Aber es ist im Grunde einfach nur Das war vielleicht nicht seine Intention, aber ich glaube trotzdem, dass er die Fernsehlandschaft so ein bisschen vorgeführt hat, weil er ja ohne Proben da durchkam. Also eigentlich musst du ja proben bei so einer Fernsehsendung, dass die ja, wissen, aber was das, also was das kommt. Ganz ehrlich, auch bei der Millionärswahl, wir haben ja auch eine Probe gemacht, aber es zwingt dich keiner, dann das Gleiche zu machen, wenn die Live-Sendung ist. Also ja. Theoretisch ist das jetzt nicht so schwer. Also ich möchte ihm jetzt einfach nicht diesen Vorstoß da attestieren, dass er da so ein krasser Wegweiser ist. Ich denke auch nicht, aber ich finde diese Begründung, wenn man das mal wegnimmt, ja, diesen Skandal, den es da gab und er diese Idee hatte, ich würde gerne von Kindern mir ein Stand-up schreiben. Oh, das auch. Ich würde mir gerne von Kindern ein Stand-up schreiben lassen, mit dem ich dann in einer seriösen Fernsehshow auftrete.
das stellt man sich erstmal niedlicher vor, so auch die Reaktion der Leute, aber die haben es halt echt nicht gerafft. Die dachten halt echt. Er hat es auch irgendwie, ich weiß nicht, dafür hat seine Performance nicht gepasst. Ich finde, dann hätte er es auch so wie ein Kind drüber tragen sollen, irgendwie. Es war das wäre noch peinlicher gewesen. Na, weiß ich nicht. Ich. Also dann hätte es irgendwie, ich weiß nicht, aber ich. Ist dumm. Aber ich hätte sowas nicht gemacht. Ich würde mir sowas nicht zutrauen, tatsächlich. Ich mag ja auch Satire und Leute vorführen und uns sie hinters Licht führen, aber das wäre mir auch zu dumm gewesen. Irgendwie. Und also das machen da eigentlich grundsätzlich überhaupt kein Problem damit, aber es ist halt einfach nicht witzig für mich. Nee. So. Weißt du? Wenn ich mindestens einmal Holocaust erwähnt wird, da kriege ich kein müdes Grinsen mehr. Macht doch keinen Sinn. Ja, Luke Mockridge. Ja, das dazu. Ist eigentlich diese Woche übelst viel passiert, Mann. Das ist irgend so ein Typ oder irgendwas wurde mit der SUV überfahren. Ja, genau. Ich hab's überhaupt nicht mitbekommen. Doch, in Berlin ist so ein SUV-Fahrer mit einer Familie auch im Auto, hat die Kontrolle verloren. Man weiß gar nicht warum. Und ist halt so ein Mensch. Weil der WoW Classic spielt, ein 16 Jahre altes Videospiel. Wer das macht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ach ja, jetzt wo du sagst. Ja. Und er ist jedenfalls in eine Menschengruppe reingefahren, hat irgendwie da ein Kleinkind, eine Oma und noch irgendwie jemanden totgefahren. Und was machen die Grünen? Waren Deutsche dabei? Es waren Deutsche tatsächlich, Mist. Ja. Scheiße, ja. Leider. Okay, ja, dann müssen wir darüber sprechen. Ja, und die Grünen wollten sofort ein Verbot von SUVs. In der Innenstadt zumindest. Ja, das ist ja, das hasse ich ja auch, wenn so ein Ding wieder zum Politikum wird, ne? Das ist ja immer dumm. Aber wir hatten das eigentlich schon mal öfter, dass es jetzt nicht unbedingt so viel Bedarf für diese Autos eigentlich gibt. Ja, sie haben ja prinzipiell recht, ja. Diese Autos sind so schwachsinnig in der Innenstadt, die sind so fett und so groß und brauchen so viel Antrieb, dass die richtig viel Scheiße verbrauchen und in die Luft reinpusten. Aber jetzt aufgrund dieses Unfalls, die zu verbieten, weiß ich nicht, das hat sich für mich nicht erschlossen auf den ersten Blick. Ja, also ich finde es dann aber auch dumm, wenn die Gegenseite dann wieder sagt, also die SUV-Besitzer, lasst mich doch und andere sind mir egal. Das finde ich auch wieder doof, aber ja. Es braucht es einfach nicht. Vielleicht könnte man die nicht verbieten, sondern einfach nach und nach die Herstellung davon irgendwie drosseln durch. Weiß ich nicht. Nein, es wäre ja ein Verbot der Herstellung. Ja, nicht verbieten, sondern irgendwie das unattraktiver machen, die herzustellen. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Politiker, es ist nicht meine Aufgabe, diese Sachen festzulegen. Aber weißt du, das wäre vielleicht ein Kompromiss, dass es in der Zukunft dann weniger bis keine mehr gibt. Aber aktuell, also keinem wird der Wagen weggenommen sozusagen. Ja, das wäre halt ein bisschen assi. Stimmt. Das wäre ein bisschen gemein. Ich denke auch nicht, dass jetzt vermehrt SUVs Unfälle bauen. Also ich weiß es nicht, aber kann ich mir nicht vorstellen. Da kommt drauf an, ob Frauen fahren. Frauen sind schlecht und können nicht Auto fahren. Wollte ich auch noch sagen, zum Thema Saudi-Arabien, dieser Kronprinz hat ja auch, er war ja erst sehr fortschrittlich und hat ja auch Frauen das Autofahren erlaubt. In Saudi-Arabien. Das ist doch nicht fortschrittlich. Ja. Wo kommen wir denn? Also er wurde so bezeichnet. Ist ja der Wilde Westen dann. Ja. Ja. Der Wilde Osten, nee, was ist denn das da unten? Süden. Der Wilde Süden. Das ist der Osten, ja. Saudi-Arabien? Das Land der aufgehenden Sonne. Ja. Ach, der mittlere Osten. Ja. Wo ist denn eigentlich der westliche Osten? Also man sagt doch so, Südostasien ist ja der östlichste Osten. Und wo ist Ostwestasien? Japan und so ist ja das Osten des Ostens. Und dann gibt es den mittleren Osten, aber wo ist denn dann der andere Osten? Gibt's den? Oder fängt das direkt in der Mitte an? Wie dumm ist das denn gemacht? Ich glaube, den gibt's schon, aber den kennen wir noch nicht. Wo ist denn der? Den darf man nicht kennen. Ist das die DDR? Sachsen? Freital? Ah, okay. Rezo ist ein Populist, hast du schon gehört? Ja, nee. Hast du nicht gehört? Nein. Ja, gab halt irgend so einen Artikel, Rezo ist Populist, fertig. Cool. Ja, nee, es war kein Artikel, es war, glaube ich, irgend so ein Beitrag von... Nicht Stern, was weiß ich, ist mir auch scheißegal. Spiegel. War Spiegel? Keine Ahnung. Ich hab's nicht gelesen. Ach, wir sind einfach wie Trump. Wir sagen jetzt einfach, die Bild-Zeitung war's. Wir behaupten einfach Dinge. Ja. Ist doch egal. Die Bild-Zeitung war's, hat gesagt, Rezo ist Populist. Und das wird festgemacht anhand seiner Sprache und so, dass er halt normal redet, wie er halt redet. Ja, er spricht nicht so geschwollen wie... Ja. Und das ist halt, um sich dem Volke nähern zu können, verwendet man die Gossensprache. Ey, Digga! So. Ey, Digga, Alter, komm mal klar, Alter! So, aber ja, das verstehe ich nicht ganz. Also ich fand die Definition von denen ein bisschen komisch für Populismus. Für mich ist Populismus eher, dass du eine Sachlage nimmst, sie sehr vereinfacht darstellst und überdramatisiert darstellst, um möglichst viele Leute auf dieser Ebene
anzusprechen. Ja, und die Lösung vor allem auch einfach anbietet. Ja. Eine einfache Lösung, die gar nicht funktionieren kann. Ja. Und Wieso ist ja eigentlich geht ja auch sehr tief in die Materie rein. Und also ich gehe da mit, dass das ist eloquent. Also ich gehe absolut mit, dass eine Regierung vielleicht nicht in der Lage sein kann, all diese Probleme, die er da anspricht, so mit einem Fingerschnipp einfach zu lösen. So. Mhm. Das ist, ja, aber das hat er ja, glaube ich, auch nicht gesagt. Nee. Er hat nur gesagt, dass sie nicht unbedingt bemüht war, dem entgegenzuwirken. In den letzten 60 Jahren. So. Ja, also wurde er sich auf jeden Fall viel drüber aufgeregt, aber ist für mich jetzt auch nicht so die Riesen-News, muss ich sagen. Nee, aber ja, Wieso? Grüße das Internet raus. Hat sich halt wieder drüber echauffiert, aber ging halt auch. Um Rezo. Rezo ist ja so ein bisschen die Galionsfigur. Aktuell, ja, hat sich voll gemacht in diese Richtung. Hätte ich ihm nie zugetraut. Ich kannte ihn ja auch nur als Musik-YouTuber. Jetzt macht er voll so Politik und so. Wow. Ich bin begeistert. Naja, ich bin immer noch gespannt auf die zweite Folge von CSU. Die ist leider nicht passiert. Ich dachte, die gab's schon. Ja? Dann ist die an mir vorbeigegangen. Das muss ich jetzt gucken. Schau mal, ich dachte, die kam raus. Echt? Entweder war es eine Parodie und ich hab ja nicht drauf geklickt, oder? CSU... CSU 2. Episode 2. Bayerischer Rundfunk. Nee, ist eine Parodie. Ach, schade, okay. Ja, okay. Ganz dumm. Schade. Also ich glaube, da kommt nicht noch eine Folge. Das ist dumm. Also, das bringt dir nichts. Was bringt dir das? Ach, ich denke schon. Und ich hoffe auch sehr auf eine zweite Folge. Bin gespannt, wie das weitergeht. Aber ein großer Aufschrei war jetzt eine Koalition, also eine Fraktion von AfD, CDU, wissen wir schon, ja. Und Grüne. Wow. Ja. Grünes Frankenstein. Richtig, aber ich weiß gar nicht wo. Das finde ich auch in Deutschland. Irgendwo in Sachsen. Plus, minus. Nee, irgendwo in Sachsen, okay. Haben jetzt CDU, AfD und die Grünen eine Fraktion gegründet. Das geht ja mal gar nicht. Das passt irgendwie auch nicht so ganz zusammen, oder? Da geht es irgendwie nur um Fraktionsstärke und mehr Gelder und so und mehr Macht, aber... Ach, da geht es um Geld. Da schließen sich eigentlich nur Parteien zusammen, die eigentlich so ein bisschen sich annähern. Und Grüne und AfD, die schließen sich ja völlig aus. So was Umwelt angeht, ja. Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, das ist ja alles völlig konträr. Also AfD und Grüne, die zusammen Umweltpolitik machen, das sorgt für Spaß, glaube ich. Ich denke auch. Die machen dann links, rechts, im Endeffekt drehen sich nur im Kreis. Wäre eine witzige... Sitcom oder so. Ja. AfD und Grüne als Mitbewohner. Doch, ja. Die gemeinsam für die Umwelt kämpfen. Bring den Müll raus. Nein, der Müll ist nicht menschengemacht. Richtig. Ja, doch. Ich habe ja einen tollen Spruch gepostet in die Wohlfühl-Oase. Du? Der aber nicht groß beachtet worden ist. Und zwar, wenn wir nicht bald anfangen, an den menschengemachten Klimawandel zu glauben, haben wir bald einen klimagemachten Menschenwandel. Ist ja aus deiner Feder, ja. Alter. Krass, ne? Klimagemachter Menschenwandel. It's funny because it's true. Das ist fast so witzig wie Flüchtlinge, die mediterran gewürzt sind. Danke. Ich werde meinen Spruch besser. Ja, aber auch nicht witzig. Ja, eben, deiner ist ja kein Gag. Ja. Nee, nicht wirklich. Ich bin ja immer nur um Gags bemüht. Ja? Was dich eher interessiert vielleicht, du bist doch auch sicherlich so voll in dieser Drogenpolitik interessiert. Politik nicht. Drogen ja. Ach so. Dann doch nicht, ich nehme es zurück. Okay. Aber wir haben eine neue Drogenbeauftragte. Und alle erstmal so, yay! Und wer ist es? Frau Ludwig, nein. Okay. Die hat gar keine Ahnung von Frau Drogen. Frau Ludwig ist ein YouTube-Kanal, dem ich folge mit 7 Abonnenten. Ach so, ich dachte. Das ist ziemlich winzig. Die lädt immer so, das ist eine Deutschlehrerin in Amerika. Und die lädt immer Videos hoch, wie amerikanische Schüler Deutsch sprechen. Und das ist sehr witzig. Frau Ludwig, 7 Abonnenten. Abonnieren, vielleicht Leute. Vielleicht sind sie auch mittlerweile 20. Wow. Nee, es ist, ich weiß nicht, wie die mit Vornamen heißt. Frauke. Frauke Ludwig. Sie ist es, Frauke Ludwig. Ludwig, ja. Otto. Egal. Jedenfalls gab es eine Pressekonferenz und der sehr geehrte Thilo Jung, der auch schwierig manchmal ist, aber das auch inzwischen vielleicht, ich weiß nicht, wie alt er ist. Nee, der ist schon noch jung. Ja, irgendwie sowas. Der macht ja auch irgendwie jung und naiv, ja. Genau. Hat halt die Frage gestellt, so wer das aussucht und was ihre Expertise ist und dann hat der Sprecher da richtig geplustert und wusste nicht, was er sagen sollte und echt alle 2 Sekunden kommt ein nur weil sie jetzt keine Expertise hat, heißt das nicht, dass sie nicht auch das Amt begleiten kann. So spricht er. Eloquenz. Sehr eloquent. Sprechen ist als Politiker nicht so wichtig. Ist es auch nicht. Das dachte man nach Hitler schon und nach hier, wie heißt er, Goebbels, aber das ist Unfug. Ja.
Tino, wir haben schon nur noch 10 Minuten, ey. Hätten wir mal nicht über diese Gender-Scheiße so lange das geredet. Das war wichtig, Robin. Wir haben es gebraucht in dem Augenblick. Hast du schon mal Frauen unter den Rock fotografiert? Seit 80er nicht mehr so. Ja. Also es soll halt jetzt eine Straftat sein. Bisher ist es nur eine Ordnungswidrigkeit. Oh. Das ist wieder so ein typisches Twitter-Thema. Ich kann dazu nichts sagen. Also ich finde es ja nicht gut, wenn das passiert so. Ich weiß aber nicht, was der große Unterschied ist. Also Ordnungswidrigkeit wird ja trotzdem bestraft, soweit ich weiß. Ja, aber es macht was in der Strafakte irgendwie und im Führungszeugnis. Okay. Das hat schon eine Relevanz auch für die Bestrafung am Ende. Ja, also ich habe jetzt auch nichts dagegen, aber also, weißt du, wenn man betrachtet, was auf der Welt passiert und dann auf Twitter das oberste Hashtag Upskirting ist und Leute darüber diskutieren, ob das jetzt gerade das wichtigste Thema aller Zeiten ist, dann ist das halt für mich so ein bisschen. Aber egal, wir haben ja darüber berichtet. Von mir aus macht das strafbar, ist ganz toll. Ich finde es eh total. In der Zeit von überall ist Porn for free verfügbar. Warum sollte man fucking Frauen oder einen Rock fotografieren? Ja, was ist denn nur falsch mit euch? Das ist ein Content Creator. Stimmt. Das ist ein ganzer Geschäftszweig, der da wegfällt. Ja, könnt ihr nicht die Arbeitsplätze, Mann. Ja. Ja. Dann habe ich noch einen kleinen Fun Fact. Die drei reichsten Afrikaner haben 40% des Reichtums des ganzen Kontinents. Aha. Finde ich ganz nett. Toll. Da kommt wieder meine unangenehm linke, kommunistische, lass doch das den Reichtum etwas verteilen, dass vielleicht nicht drei Leute die Hälfte des Landesreichtums haben. Nur so ein Gedanke, ja. Aber klar, aber die haben sich das verdient, rechtmäßig. So und schlecht kann es denen gar nicht gehen in Afrika, wenn die so viel Geld haben da. Ja. Ist nur falsch verteilt. Ja. Und Indien. Nee, Indien sage ich ganz am Ende nach der Wochenbewertung. Da haben wir nochmal was Uplifting. Mhm. Obwohl Indien, ne? Oh, die sprechen da alle schon komisch. Ich mag das eigentlich. Ich auch. Ich finde das lustig. Nee, gut, dann möchte ich kurz noch auf die Tokyo Game Show eingehen. Denn das ist ein großes Thema fürs Internet gewesen und ich bin mir sicher, dass Tokyo du das nicht Game Show als Thema hast. Oh nein, aber ich vergessen aufzuschreiben. Ist nicht dein Expertengebiet, ja. Die Tokyo Game Show, ich war ja auch schon einmal da 2014. Und sie ist in aller Munde, denn zwei Spiele sind gerade auf dem Vormarsch. Death Stranding, das neue Hit-Potenzial von meinem werten Kollegen Hideo Kojima, dem Mastermind hinter meinem Lieblingsspiel Metal Gear Solid 3, was ich hiermit auch erwähnt habe. Und da wurde jetzt 45 Minuten Gameplay gezeigt. Mhm. Und ich muss sagen, ein bisschen hat es mich abgeturnt, weil es ein bisschen aussieht wie Metal Gear Solid 5. Was für mich einer der schlechtesten Teile. Ja, ne? Finde ich auch. Also spielerisch, Metal Gear Solid 5, super geil, aber darüber hinaus die Welt und so, alles ein bisschen leer. Also ich bin gespannt und jetzt steht halt die Welt erkunden im Fokus. Und wenn die Welt so leer ist, ich werde es trotzdem spielen auf jeden Fall. Aber ich bin milde enttäuscht oder ungehypt. Und Final Fantasy VII, das Remake, auch wieder ein, weiß ich nicht, bestimmt 25 Jahre altes Spiel mittlerweile. Wann wird das gekommen sein? Wie 97 vielleicht? Irgendwie so. Und das bekommt ein Remake. Da hat es auch Gameplay gegeben. Ich bin auch ein bisschen abgeturnt, weil es ist alles so industrial. Ja, so. Eigentlich fand ich Final Fantasy VII geil. So auf Papier klingt das richtig geil, das in HD Remake, ja. Aber, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also es geht da um Midgar, ja. Das ist die große Stadt, in der Final Fantasy VII ursprünglich anfängt. Midgar. Und ohne gar. Gott. So, aber in dem Remake geht es nur um diese Stadt. Eigentlich ist das Spiel doch viel größer. Du gehst dann raus, die Welt öffnet sich, dann gehst du in die Geburtsstadt von Sephiroth, ja. Dann gehst du zur Chocobo-Farm, ja. Das klingt toll. Gehst durch so eine Höhle, dann kommst du bei Goldsaucer an, ja, und kannst da Glücksspiel machen und so. Und soweit ich weiß, wird das in diesem neuen Spiel alles nicht drin sein, weil es sich nur um Midgar dreht. Das ist scheiße. So. Das war bei GTA 5 auch so, dass dann nur Los Santos auf einmal genau, im Blick war. Ja, genau, so ungefähr so. Ah. GTA 5 ist halt trotzdem nice gewesen. Ja, klar. Also ich werde auch das spielen, aber auch hier bin ich leider nicht so gehypt. Der Trailer hat mich hart gehypt, aber das Gameplay an sich nicht. Weil ich mag dieses Industrial, was das Steampunk, so dieses, das mag ich eigentlich nicht so. Ich bin eigentlich ganz schön wählerisch. Ich mag Steampunk nicht so, ich mag Cyberpunk nicht so. Du magst gar nichts eigentlich. Wie heißt das? Du magst Mittelalterpunk mag ich auch nicht. Du magst Juden nicht, also ich weiß nicht. Richtig. Judenpunk. Judenpunks? Ja. Gibt's das auch? Ey, ich habe mir überlegt, lass doch mal den Brennpunk-Internet machen. Wow. Als Special. Völlige 40. Anarchie. Folge, ja. Da machen wir einfach hier, machen wir die Tür auf, holen Leute rein und raus. Wir gehen auf die Straße einfach und betteln Geld nebenbei. Ja. Brennpunk-Internet. Doch, ist gut. Gute Idee.
Ja. Ich habe noch eine kurze News, und zwar für Rising Bob speziell, weil er sagt immer, ich freue mich so sehr, wenn so Sachen passieren von Rassisten, die Dummes machen. Ein Rassist hat jetzt in Bielefeld eine Kindergruppe mit Reizgas attackiert, weil die irgendwie ausländisch aussahen, und okay, hat irgendwie 10 Kinder, die 12 Jahre waren, verletzt und eine Lehrkraft. Und wenn ihr jetzt euch beschwert, dass ich ihn Rassist nenne, er hat es selbst getan, der Täter, im Verhör hat er gesagt, er ist ein Rassist, deswegen hat er die Kinder angegriffen. Reizend. Ja, ganz kurz dazu. Ja, es gibt nämlich auch. Es gibt auch Rassisten, die Straftaten begehen. Will ich nicht verstehen. Aber ist das ein Rassist oder anhand seiner Waffe, die er verwendet hat, nicht vielleicht ein Reizist? Oh. Ja. Ein reizender Rassist. Ja. Reizgas, Junge. Die waren verletzte Kinder, ja? Wir haben überhaupt nicht über fucking England gesprochen. Da fällt gerade alles auseinander. Ganze United Kingdom bröckelt. Im Gegenteil, ja, passiert gerade gar nichts. Die Regierung ist doch außer Kraft gesetzt. Ja, aber Boris Johnson versagt auf ganzer Linie. Ja, der hat irgendwie, das gab es noch nie, der hat innerhalb von 6 Tagen es 6-mal geschafft, einen Gesetzentwurf oder einen Vorschlag zu machen, der abgelehnt wurde. Das ist halt noch nie passiert. Also Theresa May hat es in ihrer gesamten Amtszeit 10-mal geschafft, und das war schon sehr viel. Und er schafft es in 6 Tagen 6-mal. Das spricht nicht von einem stabilen Regierung. Ein Rekord ist ein Rekord. Stimmt, der Rekord wurde gebrochen am Vortag, hat er nämlich das 5. Mal geschafft. So. Es gab eine Petition, dass er an dem Campus, wo er selber war damals, dass er da Verbot hat, da darf er nicht mehr hin. Ja, die Leute wollen das nicht an seiner Uni da. Einige Leute treten zurück. Er wird mittlerweile irgendwie verhaftet, wenn er nach Schottland geht. Keine Ahnung, ich muss auch sagen, ich blicke da nicht durch. Dumm. Und ich habe auch nicht die Muße, mich da wirklich reinzulesen, diese Scheiße, in diesen Clusterfuck da. Aber, aber es wurde jetzt irgendwie gesetzlich verboten, dass es einen No-Deal-Brexit gibt. Also das darf jetzt irgendwie nicht passieren. Ja. Also, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock mehr, das alles ich kriege nur immer mit, dass irgendwie da alles auseinanderbricht und keiner irgendwie Bock hat und... Die befürchten auch in Großbritannien auch Engpässe im Handel und in der Nahrung und so weiter durch den Brexit. Es wird sehr spannend. Sind ja auch etliche Unternehmen schon da von weg und so. Ja. Gut, was geben wir der Woche, Tino? Was war die Woche? Nine out of 11. Nee, für die Memes wäre es lustig tatsächlich. Ja. Aber... Doch, ich bin gehypt durch Area 51, dass die ersten schon im Knast sind. Ja, das ist noch nicht passiert. Aber es ist halt schon so die erste kleine Welle. Genau, die erste kleine Welle, so ein Wellchen vielleicht. Wie sagt man die Infanterie? Ist da schon mal vorgestoßen? Sagt man das? Ist das die? Infiltrieren, meinst du so? Nee, Infanterie ist glaube ich, die... Ich bin halt nicht so ein militärgeiler Typ. Du spielst doch Metal Gear Solid und hörst böse Onkels. Das musst du doch können. Hallo, Merkel hat gesagt, sie will die Rechten von Hongkong sichern. Die sollen da auch in Ruhe Onkels hören dürfen. Die Nazis. Ja, doch, dieser Angriff auf die Kinder. Okay, also solche Sachen. SUV. Die du berichtest, die fließen bei mir immer weniger ein, muss ich sagen, weil die lerne ich ja erst neu. Die habe ich noch nicht im Hinterkopf, so als Bewertung. Ja. Aber das ist so ein Reizgasangriff ist wirklich... Ich würde für die Memes eine 8 geben, für Hitler. Bist du bescheuert? Ja. Nein, eine 8 können wir nicht geben. Ich habe gerade angefangen, das aufzulisten, was wir den Wochen so geben. Wir können auf keinen Fall eine 8 geben. Wir haben immer gefühlte Wahrheit. Ich weiß nicht, immer wir gefühlt. Wir können auf keinen Fall eine 8 geben. Also ich war gerade bei einer 4 oder so. Echt? Ja. Aber dann hast du das Reizgas-Ding und so gesagt, dann würde ich sagen, okay, 5,5 von mir aus. 5,8, komm. 5,8 ist scheiße, wir können jetzt nicht auf solche stellen. Wir haben 2,5, komm, unter 2,5 gehen wir nicht. Also 5,75 wäre noch okay. Okay, komm ich gerne entgegen. Okay, machen wir 5,75. Dann enden wir den Podcast mit noch erfreulichen Sachen. Indien, ja. Indien ist so das gute China. Also da hört man irgendwie mehr positive Sachen, und aus China hört man nur, ja, wir sterilisieren Moslemfrauen und sowas. Aber aus Indien hört man zum Beispiel, dass die jetzt Plastik verbieten, was nur einmal verwendet wird. Wow. Was für mich was Positives ist, weil ich finde es einfach dämlich. Und dass sie, was ihre Solarenergie angeht, 4 Jahre vorher ihr Ziel erreicht haben und sich jetzt neue Ziele für 2022 setzen. Also sehr fortschrittlich. Indien bleibt in. Ja. Sonst wäre es ja auch. Bollywood ist ja auch schon ganz toll. Nee, gar nicht. Also ich habe da 1-2 Sachen gesehen, die wiederum sehr witzig sind, aber so ernstzunehmende Filme habe ich ja nicht. Ich hasse Bollywood. Ich hasse wenig Dinge, aber das hasse ich wirklich. Aber es ist nicht alles nur Singen und Scheiße.
Bei Bollywood schon. Ja, okay, gut. Nee, es gibt da halt auch so übertriebene Actionfilme und so. Das finde ich schon wieder witzig. Weißt du, was geil? Der böse Onkel ist das Bollywood. Wenn die so eine Bollywood-Version aus den Songs machen. Ja, und Karen Russell fängt an, irgendwie so ein Musical auf einmal zu performen. Ihre Geschichte als Bollywood quasi dargestellt. Don't cry for me, Argentina. Das ist doch nicht Bollywood. Nee, das aber es ist Musical. Ach so. Und die machen noch Essig. Im Katzenkostüm so. Holocaust, um es noch einmal erwähnt zu haben. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Wir danken Herr Kleine persönlich für seine für sein Amt. Ich habe mir seitdem noch nicht die Hand gewaschen. Das geht schon. Das ist so geil. Gut, auf Wiedersehen, Leute. Du, die Musik ist viel zu laut. Aber folgt ihr auch auf Instagram?